schon wieder vergessen, das Fenster in meinem Arbeitszimmer zu schließen. Das ist ja merkwürdig. Was ist denn hier los? John? Mein Gott, ich fass es nicht. Der Safe ist ja offen. Hier hat jemand eingebrochen. Ich muss die Polizei informieren. Ich bin beraubt worden. Ja. 106 ist von hier, hallo? Hallo? Hast du die Urkunde? Hat er dich gesehen? Und was ist mit der Visitenkarte? Los, red schon! Jetzt mach dir nicht in die Hose, alles in bester Ordnung. Das Einzige, was er gesehen hat, sind ein paar Sterne. Kein Zweifel, das war ein Profi. Was war in dem Safe? Ein paar Münzen, etwas Geld und eine Urkunde. Ich bewahre in dem Safe nichts Wertvolles auf. Mein Vermögen liegt auf der Bank. Sehr vernünftig von Ihnen, Graf. Ach ja, diese Visitenkarte lag im Safe. Mit den besten Empfehlungen Arsène Lupin. Arsène Lupin? Ich hasse es zu reisen. Ich hasse Flugzeuge. Ich kann es kaum erwarten, pensioniert zu werden. Dann ziehe ich in die Normandie und habe endlich meine Ruhe. Also diesmal kriegen wir Lupin ganz sicher. Glauben Sie mir, Chef. Freuen Sie sich nicht darauf, New York wiederzusehen? Wieso sollte ich? Ich hasse New York. Entschuldigen Sie, meine Herren, sind Sie nicht die berühmten Polizisten Ganimard und Folefort? Sie kennen uns? Das ist ja interessant. Aber natürlich, es ist mir eine große Ehre. Sie sind doch immer hinter diesen Arsène Lupin her. In der Zeitung stand, er soll in New York einen Grafen ausgeraubt haben. Weiß man schon was? Ja, das stimmt. Er ist beim Grafen Di Lazzaro eingebrochen und hat den Safe geöffnet. Aber er fand nur ein paar Papiere. Was fällt Ihnen denn ein? Halten Sie gefälligst den Mund. Oh, tut mir leid. Ich wollte Sie nicht ausfragen. Und was den Fahrpreis angeht, Sie waren natürlich eingeladen. Oh, das ist sehr nett von Ihnen, junger Mann. Ja, haben Sie vielen Dank. Augenblick noch. Sie haben was vergessen. Oh, danke. Ich hätte schwören können, dass ich nur einen Koffer mitgenommen habe. Nochmals vielen Dank. Ha, wie nett, dass so berühmte Leute auch ihre kleinen Schwächen haben. Guten Flug. Wir sind wirklich berühmt. Ist das nicht großartig? Also, Gronja, ich weiß jetzt, wo die beiden hinwollen. Zu diesem Grafen Di Lazzaro. Wir treffen uns wie besprochen in New York. Ich muss mich beeilen. Die nächste Maschine startet gleich. Alles klar, Lupin. Der Kerl, der Ihnen diesen Einbruch in die Schuhe schieben will, wird sich noch wünschen, niemals geboren worden zu sein. Sie doch mal. Was ist denn mit dem Koffer? Das sieht ja gefährlich aus. Eine Bombe. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Hände hoch. Keine Bewegung, sonst mache ich von der Schusswaffe Gebrauch. Sie sind festgenommen. Schießen Sie mich bitte nicht. Ich bin doch noch so jung. Nicht so lahm. Bewegt euch. Gehen wir, Gronja. Ich habe Ganimard noch nie mit Handschellen gesehen. Oh Mann, wird er wütend sein. Er wird sich auch wieder beruhigen. Aber das gibt uns einen kleinen Vorsprung. Aber ich sage Ihnen doch, wir gehören zur französischen Polizei. Wir sind Kollegen. Wir sind reingelegt worden. Sie haben doch unsere Dienstausweise. Was wollen Sie denn noch, Captain? Die könnten gefälscht sein. Ich werde in Paris anfragen. Und jetzt halten Sie den Mund oder ich lasse Sie einsperren.
Gentlemen. Inspekteur Ganimard und Sergeant Folefond. Der Graf erwartet uns. Hier, mein Dienstausweis. Hier entlang, Gentlemen. Wir glauben, dass Lupin einen besonderen Grund hatte, bei Ihnen einzubrechen. Was war außer dem Geld noch in Ihrem Safe? Ich habe darin nur eine Besitzurkunde über ein Stück Land in der Nähe der Docks aufbewahrt. Die Urkunde ist natürlich auch weg, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dieb es darauf abgesehen hat. Meinen Sie? Erzählen Sie mir doch ein bisschen mehr über dieses Grundstück. Es ist nicht viel wert, obwohl man schon einige Male versucht hat, es mir abzukaufen. Irgendein Geschäftsmann, der mir merkwürdigerweise seinen Namen nicht nennen wollte. Ja, wollen Sie denn nicht verkaufen, Sir? Auf dem Grundstück steht ein Lagerhaus, das als Unterkunft von Obdachlosen genutzt wird. Und das wurde bei einem Verkauf natürlich abgerissen. Mit dieser Urkunde allein kann der Dieb nichts anfangen. Da steht doch Ihr Name drin und er hat keinen Kaufvertrag. Das wäre schön, aber da steht überhaupt kein Name drin. Ich fürchte, so kann ich noch nicht einmal beweisen, dass dieses Land mir gehört. Jeder, der sie besitzt, kann sich als Eigentümer ausgeben. Na schön, vielen Dank für Ihre Hilfe, Graf. Ach, da wäre noch etwas. Es wäre möglich, dass Lupin und sein Chauffeur noch einmal zurückkommen und sich als Polizeibeamter ausgeben, also vorsichtig. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden mit den beiden schon fertig. Wissen Sie, John hat den schwarzen Gürtel in Karate. Inspekteur Ganimard und Sergeant Folefond, der Graf erwartet uns. Aber natürlich, Gentlemen, bitte hier entlang. Ja? Was sagen Sie? Lupin? Ja, Captain. Mein Diener hat Lupin und seinen Chauffeur überwältigt. Hier muss es sein, Grognard. Völlig verlassen. Hierher verirrt sich so schnell keiner. Was ist denn das für ein Lärm? Ganz so verlassen scheint es ja doch nicht zu sein. Gila und Diesel, was machen die Leute von Karst hier? Verzeihen Sie, darf ich mich vorstellen? Arsène Lupin. Weg hier, los, komm! Also, ich glaube, die kommen so schnell nicht wieder. Vielen Dank, Mister. Ich verstehe nicht, wieso die uns hier wegjagen wollen. Wir tun doch keinem was. Wir wollen doch nur im Lagerhaus übernachten. Aber das ist jetzt schon das fünfte Mal. Die Kerle kommen immer aus diesem Kasten da. Aus welchem Kasten? Yellow Dog meint, dieses neue Riesending mit dem Turm drauf, den Empire Cast Tower. Haben Sie noch nicht davon gehört? Der Empire Cast Tower. Ich muss schon sagen, unser Freund greift wirklich nach den Sternen. Cast hat Gila und Diesel befohlen, den Safe des Grafen aufzubrechen, die Urkunde zu stehlen und meine Visitenkarte zu hinterlassen, um den Verdacht auf mich zu lenken. Dann ist Cast also dieser unbekannte Geschäftsmann. Und als die Lazaro nicht verkaufen wollte, hat er einfach seine Leute losgeschickt. Genau. Ich würde doch gerne wissen, wieso das Land so wichtig für ihn ist. Also ich glaube, ich brauche Hilfe. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, aber Lupin, wie sind Sie hier reingekommen? Ich kann zaubern. Ich mag es nicht, so überfallen zu werden. Da geht's raus. Das weiß ich. Tut mir leid. Vergeben Sie mir. Aber ich brauche Ihre Hilfe. Sie stehen momentan ziemlich oft in der Zeitung. Deshalb bin ich hier. Karst hat bei dem Einbruch seine Finger im Spiel. Karst? Ja, Karst. Er will unbedingt an ein Stück Land bei den Docks rankommen. Aber das muss ich beweisen. Natürlich helfe ich Ihnen. Aber ich bekomme die Exklusivrechte. Einverstanden, Kelly. Also passen Sie auf. Zuerst schreiben Sie einen Artikel über den Empire Karst Tower. Ich habe dieses Gebäude selbst entworfen und das ist auch der Grund, warum ich es Ihnen persönlich zeigen möchte, Miss Kincaid. Man sagt, Ihr Tower ist eine richtige Festung. Man kann nie vorsichtig genug sein. Wie kommt es denn, dass Sie so wenig Sicherheitspersonal haben? Genau das ist der Punkt. Dieses Gebäude ist mit dem modernsten Überwachungssystem der Welt ausgestattet. Jeder, der sich im Empire Cast Tower aufhält, wird von diesem System registriert und im Auge behalten. Deshalb brauche ich auch so wenig Sicherheitspersonal. In den obersten 10 Stockwerken des Towers befindet sich meine Kommunikationszentrale. Von hier aus werden alle meine Unternehmen in der ganzen Welt gesteuert. So, wenn Sie mir bitte folgen würden. Miss Kincaid. Was sind das für Dinger, die da überall an der Wand hängen?
Das ist das Ei des Kolumbus. Das gehört zu dem Überwachungssystem, von dem ich Ihnen erzählt habe. Ich bin übrigens der Einzige auf der Welt, der es hat. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Nur eins noch, ihr entgeht mir nichts. Dieses Modell hier, ist das ein neues Projekt von Ihnen? Erraten, Miss Kincaid. Das ist das Modell einer Frachthafenanlage, die ich hier ganz in der Nähe bauen werde. Das Land, das ich dafür brauche, habe ich schon gekauft. Alles, was Sie von hier aus sehen, gehört mir. Sobald ich diese Tagediebe vertrieben habe, die im Augenblick noch in einem Lagerhaus auf meinem Land hausen, werde ich alle Gebäude abreißen lassen und mit dem Bau des modernsten Frachthafens der Welt beginnen. Unser Rundgang ist zu Ende. Ich würde Sie gerne noch zum Essen einladen, aber leider fehlt mir dafür die Zeit. Ich bin sehr gespannt auf den Artikel, Miss Kincaid. Lass mich los! Komm doch, du Fettmanns, wenn du nicht raus! Ich schlag dir gleich die Zahnbahn, sag mal, kannst du überhaupt noch die Schuhe zumachen, Fettmanns? Muss dich der Kleine beschützen, Fettmanns? Lass mich los! Du sollst mich loslassen! Er will's doch nicht anders! Ich hab nein gesagt, Iso! Auf Wiedersehen, Fettmanns! Was? Lupin ist in New York? Ja. Wenn er im Lagerhaus war, weiß er über die Urkunde und meine Pläne Bescheid. Für das gesamte Sicherheitspersonal gilt ab sofort Sicherheitsstufe Rot. Er darf hier auf keinen Fall reinkommen. Habt ihr verstanden? Er kommt hier bestimmt nicht rein. Keine Sorge. Wir machen ihn fertig. Wieso rege ich mich eigentlich auf? Schließlich habe ich das beste Sicherheitssystem der Welt. Aber vielleicht sollte ich vorsichtshalber noch jemanden um Hilfe bitten, der Lupins Tricks kennt. Ja, bitte? Hallo? Schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Hier spricht Howard Karst, Captain. Sagen Sie, ich habe gehört, dass Sie gerade zwei französische Polizisten aus Paris zu Gast haben. Aha, also darum geht's. Karst braucht das Land, um seinen hypermodernen Hafen bauen zu können. Ich bin mir sicher, dass er die Urkunde irgendwo in seinem Büro hat. Das Problem ist, wie kommen Sie da rein? Das gesamte Gebäude wird von einem ausgeklügelten Alarmsystem überwacht. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Gute Arbeit, Kelly. Ich denke, ich werde Mr. Karst heute Nacht einen kleinen Besuch abstatten. Wenn er nicht bald kommt, bin ich morgen sicher erkältet. Wer sagt uns denn, dass er überhaupt kommt, Inspekteur? Ein Polizist muss jede Chance nutzen, die sich bietet. Und wenn sie auch noch so klein ist. Verstanden? Ja, Chef. Ich bin gespannt, in welcher Verkleidung er auftaucht. Was war das? Wer pfeift da? Polizei, zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Was tun Sie hier? Ich gehe ein bisschen spazieren. Runter mit diesem albernen Bart, Lupin! Was soll das? Sind Sie verrückt? Ich glaube, Sie haben es geirrt, Chef. Das hat ein Nachspiel. Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Polizei, bleiben Sie stehen. So einfach können Sie mich nicht täuschen, Lupin. Oh, lassen Sie meinen Bart los. Was fällt Ihnen ein? Bravo, großartig. Was für eine Vorstellung. Er hätte mich nicht auslachen sollen. Wir wollen ihn mal reinbringen. Hier holt er sich noch den Tod, wenn er länger auf den Steinen liegt. Rufen Sie einen Krankenwagen. Dem Mann da drüben geht es sehr schlecht. Welchem Mann? Lupin. Mr. Karst, er ist im Aufzug. Er fährt gerade zu Ihnen rauf. Ich verstehe. Überlassen Sie das mir. Ich kümmere mich um ihn. Vielen Dank. Sieht so aus, als würde ich feststecken. Er ist nicht drin. Wer, ich? Ja, es scheint mir die richtige Etage zu sein.
Fahrt zur Hölle, Lippert! Ah, da hat nicht viel gefehlt. Ich hätte mir fast mein neues Jackett zerrissen. Da lang. Dieser Tower ist der reinste Irrgarten. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Überall findet man diese Scheiben. Karst ist anscheinend in der Lage, jeden meiner Schritte mit Hilfe dieser Scheiben zu verfolgen. Jetzt hat er! Du hast wohl gedacht, du würdest uns nie wiedersehen, was? Das hatte ich gehofft! Sieh mal einer an, das ist bestimmt ein Sesam, öffne dich. Hinterher! Bleib stehen, Lüper! Lüper! Unglaublich. Jede Menge Ikonoskope. Ein Kompliment, Mr. Lupin. Sie kennen sich ja sogar mit dem neuesten Bildübertragungssystem aus. Das ist also Ihr geheimes Sicherheitssystem. Ganz genau. Diese Apparate haben mich eine Menge Geld gekostet. Aber jetzt entgeht mir auch nichts mehr, was in diesem Gebäude geschieht. Ohne meine Erlaubnis kommt hier niemand rein oder raus. Tatsächlich? Ist das nicht ein wenig übertrieben? Keineswegs. Ich habe Sie die ganze Zeit beobachtet und jetzt sind Sie in meiner Gewalt, Mr. Lupin. Ich sehe das etwas anders, aber wir wollen uns nicht streiten. Seien Sie vernünftig und geben Sie mir die Lazarus-Urkunde, dann passiert Ihnen nichts weiter. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Vielen Dank. Aber ich fürchte, der Einzige, dem hier gleich etwas passieren wird, das sind Sie. Sie sind kein besonders guter Schütze. Ich muss die Urkunde mitnehmen. Sehr schön, da ist sie ja. Vielen Dank, Mr. Karst. Was ist passiert? Lupin! Sie haben keine Chance, alle Ausgänge sind verriegelt! Wenn das stimmt, dann bleibt nur noch das Dach. Lupin hat mich niedergeschlagen und meinen Safe aufgebrochen. Wo ist er hin? Wenn er klug ist, dann ist er auf dem Weg zum Dach. Das ist seine einzige Chance. Und keine Mätze! Springen oder nicht springen? Das ist ja die Frage. Hinterher! Na, alles in Ordnung? Ja, aber das nächste Mal nehme ich doch wieder den Fahrstuhl. Still bleiben! Aufhalten! Er ist leider entkommen, wie schade. Was hat Lupin eigentlich hier gewollt, Mr. Karst? Ja, genau, was hat er hier gewollt? Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, Gentlemen, das müssen Sie ihn schon selbst fragen. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken. Wer weiß, was Lupin noch alles angestellt hätte, wenn Sie nicht da gewesen wären. Darf ich Sie zum Essen einladen? Das wurde für Sie abgegeben, Sir, und zwar vom falschen Sergeant Volifrant. Ich denke, es war Monsieur Lupins Chauffeur. Ich habe diese Person diesmal nicht hereingebeten. Das ist doch meine Besitzurkunde. Da hängt ja noch eine Karte dran.
Ich weise darauf hin, nicht ich habe diese Urkunde gestohlen, sondern jemand, der meinen Namen missbraucht hat. Arsène Lupin. Lupin? Ich habe ja ein Geschenk für Sie, Kelly. Sie waren eine große Hilfe. Eine Perlenkette? Ja, aber Arsène, sie ist wunderschön. Das hätten Sie nicht tun sollen. Eigentlich ist das ja eher ein Geschenk von Mr. Karst. Aber Arsène, das hätten Sie nicht tun sollen. Ja.